Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und ja, ist jetzt bereits im Titel eingeblendet. Eine Turnierankündigung steht bevor. Nämlich, ihr wisst ja, kommt eigentlich mein nächstes Turnier bei 1000 Abonnenten. Das wisst ihr. Aber ich habe mir jetzt was überlegt, damit es vielleicht weniger lange dauert, bis zum nächsten Turnier, habe ich euch einfach mal ein Ziel gesetzt, nämlich wenn wir bis zum 14. April die 850 Abonnenten knacken, sprich wir haben aktuell 768 Abonnenten zum Zeitpunkt des Videos, also immer um die 770 herum. Wenn wir bis zum 14. April um 8 Uhr abends die 850 Abonnenten geknackt haben, dann mache ich irgendwann in diesem Zeitraum, sprich so, also in der Woche des 14. bis zum 21. irgendwann in diesem Zeitraum ein Turnier. Da muss ich dann einfach spontan, wenn es soweit kommt, noch entscheiden, wann das Ganze sein wird. Das werde ich euch natürlich ebenfalls sagen. Also, falls ihr gerne ein Turnier haben möchtet, ihr wisst, was es bedeutet, teilt am besten einfach den Stream, so viel es geht. Den Stream. Den Kanal, so viel es geht. Und ja, mal schauen, ob wir die 850 Abonnenten knacken. Falls wir es schaffen, dann kommt auf jeden Fall ein 10-Euro-Turnier. Ich werde mir das Format noch überlegen. Da wir ja zu den 1000 Abonnenten ein 1-on-1-Turnier mit Anmeldung machen, da kann man sich noch nicht anmelden. Da kann man sich dann erst am Tag des Turniers anmelden. Und wir machen zu den 850 entweder halt ein Kill-Duell-Turnier, also ja, insofern wir die bis zum 14. April natürlich knacken, machen wir da ein Kill-Duell-Turnier. Also Jungs, falls ihr sie auch früher knacken sollten, kann das Turnier durchaus auch früher kommen. Also bis zum 4.10. habt ihr Zeit. Entweder ein Kill-Duell-Turnier in Publix, wo einfach am Schluss des Tages der mit den meisten Kills das Turnier gewinnt oder vielleicht ein Wochenende, also 2 Tage. Oder wir können wieder sowas machen. Man hat pro Tag, wir machen 2 Tage Qualifikation, sprich, oder 3 Tage Quali, zum Beispiel Donnerstag, Freitag und Samstag Qualifikation. Man hat pro Tag 2 Runden. Man muss in diesen 2 Runden jeweils Solo Squad Kill Duell 5 Kills erreichen. Wenn man einmal 5 Kills erreicht hat, dann qualifiziert man sich. Die ersten 64 oder 32 Leute, die sich dann qualifizieren, kommen dann in den Turnierbaum, wo es dann weiter gespielt wird in dem Kill-Duell-Format. Einfach Kill-Duells, 3 Runden maximal werden gespielt. Der erste, der 2 Runden gewinnt. Und dann machen wir einen Turnierbaum, den ich dann immer auf Insta poste, bis wir dann einen Sieger haben. Das können wir machen. Also stimmt da am besten einfach mal in den Kommentaren ab, worauf ihr Bock habt. Oder wir können auch noch ein 1-on-1-Turnier machen. Sprich, man muss sich anmelden und dann kommen 1-on-1s. Der Erste, der im 1-on-1 dreimal gewonnen hat, kommt weiter mit einem Turnierbaum. Und ja, also ich lasse es euch entscheiden. Entscheidet euch gut, überlegt euch gut. Vielleicht kommt davor auch schon ein Turnier. Ich habe echt mega Bock, ein Turnier zu machen. Allerdings muss ich halt auch schauen. Ich könnte ein Turnier machen, um den YouTube-Push zum Beispiel. Also falls ihr vielleicht mal auf so ein Format Bock habt. Auf ein Turnier, wo es nicht um Preisgeld, sondern um was anderes geht. Ob es jetzt ein YouTube-Push oder ein gemeinsames Video geht, was ihr dann so bestimmen könnt. Oder je nachdem, wie auch immer. Also schreibt mir dazu auch noch gerne mal Vorschläge rein. Vielleicht werde ich ein paar umsetzen, muss aber auch nicht sein. Also Vorschläge sind da, um angeschaut zu werden, aber müssen nicht umgesetzt werden. Und ja, das soll es eigentlich fürs heutige Video gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, wir sehen uns wie immer in dem nächsten Stream oder Video. Macht's gut, bis dann und ciao.